Egal, was ich seit Monaten so tu, ich halte viel, viel mehr aus als wie du. Robert Habeck und Christian Lindner im Schlagabtausch bei den Proben zum Singspiel auf dem Nockerberg. Kontrovers darf schon mal reinschauen. Das Stück wird von Stefan Beetz und Richard Oehmann auf die Bühne gebracht. Es ist das erste Singspiel nach Ausbruch der Corona-Pandemie. Alle haben sich gefreut. Das war jetzt auch schon bei den ganzen Anfragen, wenn man das Kostüm und Bühnenbild und selbst Baubühne und wenn man die alle fragt. Und alle, ui ja, alle freuen sich. Wie auch zum Beispiel beim Singspiel 2016, dessen Handlung sich in Horst Seehofers Gehirn abspielte. Drum weiß, in den Güter von Markus Söder. Diesmal haben sich die Singspielmacher eine besonders ausweglose Situation einfallen lassen. Wir sind dieses Mal auf einer einsamen Insel, wo diverse Politiker angeschwemmt werden. Natürlich ist auch Ministerpräsident Markus Söder dabei und sein Team Bayern. Einer auf dem Atoll sagt, Atoll, Markus. Du, Markus, vorhin im Meer, bei der Notlandung, wie wir da auf dem Flugzeug standen sind und um uns herum rings die Haie. Hast du mich da geschubst? Ja, natürlich. Was hätte ich ihm tun sollen? Mich nicht schubsen! Auch Antonia von Romatowski hat wieder eine Rolle im Singspiel. Seit fast einem Jahrzehnt gehört sie zur Stammbesetzung, bisher als Angela Merkel. Als ich zur ersten Probe in den BR kam, habe ich meine ganze Mannschaft wiedergesehen und wir haben uns alle begrüßt und umarmt, ohne Maske. Und gesagt, wir sind wirklich hier. Seid ihr es wirklich? Wir sind da. Also riesige Freude. Als Angela Merkel lag sie im ewigen Widerstreit mit Horst Seehofer. Träge, mir immer nur Wege. Ich frage mich oft, wie meine Karriere ohne dich verlaufen wäre. Ich muss sagen, ich genieße das sehr, Angela Merkel jetzt aus der Ferne zu beobachten. Ich habe mitbekommen, dass sie sehr viele Hörbücher hört, dass sie am Strand spazieren geht, dass sie sich aber auch mal in ein True Crime Podcast Format reingewagt hat. Und ja, sie macht nur noch Wohlfühltermine. Ja, steht ihr ja auch zu. In welcher Rolle Antonia von Romatowski diesmal dabei ist, das lässt sie offen. Letztes Jahr hätte ich Annalena Baerbock gespielt. Mal schauen, wer es dieses Jahr ist. Auch Maxi Schaffroth freut sich auf den Nockerberg. Seine letzte Fastenpredigt liegt 2 Jahre zurück, damals ohne Publikum. Nur Politiker und ausgewählte Gäste waren über Bildschirme zugeschaltet. Und zieh es runter. Ja, jetzt, da ist er ja. Mensch, das freut mich ja. Das freut mich ja. Applaus für Professor Michael Piazzolo. Es gab auch viele Auftritte, wo man dann vor einem halben Saal gespielt hat. Und das ist natürlich einfach bedrückend und schade. Und ich freue mich wahnsinnig, dass diese Zeiten rum sind. Und die Politiker wieder direkt vor ihm sitzen und dabei gute Miene zum bösen Spiel machen müssen, wenn sie vor aller Augen erblickt werden. Jetzt schaue ich irgendwie dann irgendwelche Politikmagazine und sehe die immer so, was sie so machen. Und dann sitzen sie da. Und dann wird das auf einmal sehr nah. Und da habe ich gedacht, bei meiner ersten Rede, das könnte mich bremsen, aber es beschleunigt mich in einem ganz positiven Sinne. Es ist seine dritte Fastenpredigt. Wer braucht schon Theater, wenn er jeden Tag Markus im Fernsehen sieht? Eine fast einzigartige Gelegenheit, Politikern die Leviten zu lesen. Die Vereinbarung ist, da geht jemand auf Bühne, die Mächtigen sitzen da vorne. Und mir schauen zu, wie der die abwatscht. Und das finde ich eine Essenz von Demokratie. Auch wenn das mit viel Bier und leicht daherkommt. Aber ich finde, da steckt was drin, was ich zurzeit sehr, sehr wichtig finde. Hast du nicht auch im Kopf? Zurück zu den Proben zum Singspiel. Eine der Herausforderungen der Regisseure ist es, dass die Rolle des Ministerpräsidenten neu besetzt werden muss. Das macht jetzt Thomas Unger. Mein Platz ist in Bayern.
Und deswegen gehen wir den bayerischen Weg. Und wenn's bis Berlin ist? Psst. Ja, weil Bayern ist nämlich nicht im Ampelnorden, wo man gar nichts mehr darf, sondern im freien Süden. 3, 4! Bei uns darf jeder trinken, was er will. Bei uns darf jeder. Bei uns darf jeder rauchen, was er will. Nur wird er vielleicht verhaftet. Und ein Bayer aus Franken steht wieder ganz besonders im Fokus. Ich glaube, der Herr Söder, ja, kriegt auch was ab. Habe ich so ein gewisses Bauchgefühl. Im Herbst holt der Dr. Markus Söder mit der CSU die absolute Mehrheit. Und dann heißt es für die Freien Wähler nicht mehr Dienstwagen, sondern Mitfahrbankerl. Check ein, Markus. Wer ist denn er? Die Vorfreude ist groß. Das erste Singspiel seit 4 Jahren.